Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fieber. Und ja Freunde, der Zug, der ist, ich habe nicht auf schneller gestellt, sondern der Zug, der ist so schnell, das ist der Zug mit diesen 100 km/h. Und ja Freunde, ich habe jetzt hier einfach, hab für euch, dass wir heute mit den ganzen Zügen mitfahren können. Von hier, also von da ab hier, überall die Signale gesetzt. Bis hier nach hinten zum Bahnhof. Oh mein Gott, das war so viel Arbeit einfach nur. Und wartet. Ah ja, passt schon. Und ja, heute werden wir mitfahren und die Strecke vielleicht anfangen, aber ich glaube eher mehr mitfahren. Und ja, wir machen heute die Strecke von hier, also die ganz schnelle Strecke. Und dafür, hoppala, nehmen wir den Linienverwalter. So, gut, das passt ja hier mit dem. So, und ja, Freunde, ich lasse auf jeden Fall ein Like da, auch ein Abo. Und ja, ich grüße mal wieder also Leute da grüße ich die grüße ich die Elisa, die Annas Kanal, Niki, Nina und Elisabeth. Die wollten alle, dass ich sie grüße. So, und ja, jetzt kommt der große Moment. So, wir fahren jetzt hier mit mal. Da, von hier kommt man nie rüber, das haben wir schon nachgeschaut. Also, nein, nicht kaufen, nicht kaufen. Warum kauft er ihm? Das Spiel spinnt. 80? Nein, nicht kaufen. Ah ja, wir wollten. Oh, warte, hoppala. Sorry, ich habe vergessen, die Mona ist auch da. Die muss hier mal weg. Draußen stürmt und regnet. Warte, ich mach kurz das Fenster zu, da muss ich auf den Sessel klettern. So. Jetzt ist da was runtergefallen, aber was soll's. Und ja, Freunde, draußen wird gearbeitet, deswegen, sorry, wenn es laut ist. Warum kauft ihr das? Naja, mach. Mona. Aus. So, also wir nehmen hier jetzt die Wagen, so ganz schnelle brauchen wir. 110. Nein. Der kauft ja immer die Wagen, wenn ich sie nicht kaufen will. Nehmen wir mal. So viele. Da unten sieht man gerade die Dampfer kommen. Ja. In der Jetzt hör doch auf, Mona, bitte. So. Die Mona klickt da die ganze Zeit auf der Maus rum. So. Das war's. Den werden wir jetzt öfters. Nein! Shit. Wartet. So, jetzt kann ich hier speichern, rausgehen und neu starten. Dann mache ich schnell mit euch. Ja, die Folge wird hier wieder länger. So, irgendwie spinnt das Spiel. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es draußen stürmt. Ich habe keinen Empfang. Ach, was soll's denn? So, jetzt, wenn wir, und jetzt, tada, ja, jetzt ist alles noch da. Einmal noch, ja. Linie 13, machen wir das? Ja. Ach, ich bin so dull. Ja, Freunde, als erster noch, hoppala, Probleme mal regeln, bitte, einmal, danke. Alles mal stromifizieren.
Dafür mache ich schnell nochmal Pause. Hoppala. Ja, jetzt kann es kurz noch ein bisschen länger dauern. So. So, Freunde, jetzt können wir hier alles kontrollieren. Hier ist gerade eine Dampflok durchgefahren. Jetzt habe ich da nichts gesehen. Hier noch die Weiche. Da fehlt noch die Weiche. So. Jetzt bitte hoffentlich bis hier ganz nach hinten. Ja. Hier. Da fehlt noch was. So, passt das jetzt? Mich juckt da die ganze Zeit. Hoppala. So, die Mona hat auch ab schon. So. Zackig, knackig, locker, flockig. Ja, so, jetzt können wir hier 10 Stunden lang da die Weichen machen. So, jetzt ist hier hoffentlich überall Strom. Und seitdem haben wir hier immer mit Strom gebaut, außer... Hallo? Ah ja, geht wieder. Außer hier. So. Und da unten fehlt noch der ganze Strom. So, jetzt ist mir die Maus in der Hand picken geblieben. So, jetzt können wir hier nach unten. Da kommen... Ah ja, warte. So, zuweisen, Linie 13, bitte, bitte, ja. Und jetzt, Freunde. Die erste Elektrolok, Freunde. So, jetzt mega Geschlängle auf dem Bahnhof. Guck mal jetzt, was der macht. Das ist aber, glaube ich, oh, scheiße. Der ist viel zu lang. Der ist viel zu lang. Stopp. Depot. Du. Depot. Du wirst mal verkauft und bei dir werden 3 Wagen. 1, 2, 3. So, jetzt sind die da mal gekappt. Und das hier ist jetzt der Hauptzug mal. Jetzt können wir hier alle ins Depot schicken. So.
So. Bitte jetzt. Wehe Zug, du bist wieder 3 Kilometer noch lang. Ah ja, das geht sich aus. Guck mal, wie der rüberschlängelt. Autosave. Ja, 1918. So, der fährt hier jetzt mal rüber. Hier vorne steht die Dampflok noch. Du fährst da auf dieses Gleis, wartet. So, wartet. Hoppala, jetzt habe ich dir die Kamera mal wieder umgestoßen. Ah, wartet, lass. Mal. Ja, also Freunde, draußen wird gearbeitet, deswegen wird da rumgescheppert. So, passt der hier rein? Ja. Ja, da hätte ich eigentlich. Was? Der hätte da reingepasst. Ich bin doof. Egal, wir steigen hier ein. Guck mal, der hätte da locker reingepasst mit seinem Wagen da. Oha, draußen wird volle Kraft gearbeitet. Rumgeschoben, rumgetan und andere Sachen. Ja, da kommt da gerade ein Dampflok raus, nicht. Aber wisst ihr, wir machen hier, glaube ich, sogar eine Paralleleinfahrt. Warte. Ah, der fertig. Gut, da kommt der Kollege. Da vorne kommt gerade einer raus. Gut. Da steht noch einer. So, wir müssen hier jetzt warten. Ja. Weil da kommt gerade der hier rausgeschlängelt. Und dann dürfen wir hoffentlich fahren. Ja, wir dürfen wieder los. So, jetzt kann der da warten, bitte mal. Da kommt hier noch gerade eine Dampflok rausgebrettert. So, tutu, tutu, tutu. So, ja, dann fahren wir hier mal weiter. Da steht er noch. Da setze ich jetzt hier auch in Bewegung. So. Dann schalte ich hier schnell mal kurz schneller, währenddem wir im Tunnel sind. Also hier können wir generell, außer hier, warte. So, hier sind wir noch nicht gefahren. Das ist neu. Und jetzt kommen wir gleich voll ins Gewuschle rein. So, 13 Minuten. Wir kommen schon in die Zeit, was ihr gar nicht mögt. Aber das ist ja ein Schnellzug. 110 km/h. Wir haben jetzt... Schmarrn. Warte. Stopp. Linie. Ah, hier ist es noch zweigleisig. Okay. Gut. Nein. So. Auf den Zug warte ich. Ich muss aber hier... Sorry, mitverfolgen, was die Linie macht. Ja, die ist hier eingleisig. Dann bleibt sie hier eingleisig. Und dann fährt sie da ganz hinten. Sorry. So, hier ist sie immer noch eingleisig. So, nochmal immer eingleisig. Immer noch eingleisig. Und jetzt wird sie wieder zweigleisig. Und jetzt können wir volle Kraft beschleunigen. Gut, das muss ich nur beobachten, nur schnell schauen, weil ich nicht wusste, wo der fährt. Und jetzt können wir hier die 110 km/h fahren. Strecke extra dafür ausgelegt, Freunde. Und jetzt heißt volle Kraft voraus. So, Katze ist generell ganz weg. Gut.
Heute ist aber auch wieder ein Wetter. Zum Glück kein Blitz- und Donnerwetter. Sonst wäre heute wieder keine Folge rausgekommen. Und ja. Schön. Ich mag diese Lok, muss ich sagen. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Diese Lok braucht Elektro, obwohl da Diesel rauskommt. Also da ist zwar Stromabnehmer, aber hier kommt da Diesel raus. Naja, aber das ist eigentlich kein Diesel, das ist eher nur der Verbrauch vom Strom, die Abgase vom Strom, kann man so sagen. Naja, was soll's. Ah, da ist die Mona wieder, die Katze. So. Oh, wartet. Moni, nein, nicht in die schwarze Wäsche. Da ist dein Körper. Nein. Okay. Ihr habt nichts gehört. Puff, einmal voll in den Baum reingecrasht. Also ja, das war ja der absichtliche Baum. Absichtliche Bäume hier. Genau, ganz gut Deutsch hier. Ja. So, wenn wir da dann hier warten, wie schnell sind wir? Ja, Höchstgeschwindigkeit haben wir. Hallo? Leck. Dann drücken wir hier schneller. Machen wir jetzt Highspeed Train. So schnell aber auch wieder nicht. Hier kommt die Parallelfahrt. Also die Nicht-Parallelfahrt. So, jetzt müssen wir. Aber das hier ist genau die Strecke, wo der Zug auf die nur auf 46 km/h runterbremsen muss. Muss aber generell. Guck mal da. Hier diese kleine Welle da. Das sieht man hier jetzt beim Zug. Der fährt in so einer kleinen Welle. Das ist das, was ich gemeint habe. Und ja. Hier geben wir nochmal Gas. Da habe ich mich verschluckt. So, ja, live, was den Livestream angeht, bin wieder gegen die Kamera gepusht, was die Livestreame angeht, ja, vielleicht, aber nur vielleicht, ich verspreche es nicht, aber vielleicht kommt einer am Wochenende, wer weiß. So, jetzt kommen wir hier, gut, die Folge wird perfekt lang. Aber, Freunde, bevor diese Folge hier beendet wird, werden wir hier noch schnell eine neue Linie machen für morgen. Da müssen wir dann nur die Züge kaufen wieder. Oder nee, warte. Ich weiß jetzt nicht. Und wenn es Probleme gibt, werde ich das hier jetzt noch im Nachhinein machen. So. Einmal schnell nochmal Gas geben. So, hier verlassen wir das Gleis wieder. Weil, Freunde, guck mal, so sind immer die normalen Linien, also halt zweigleisig. Aber ich mag so etwas, wenn da eine Linie da unten ist und der ganze andere Schmarrn da, sagen wir jetzt einmal, halt hier oben ist. Das mag ich halt. Halt. Immer sage ich halt, Freunde. So, abbremsen. Mit Vollbremsung fahren wir hier jetzt ins drüberste Gleis vom Bahnhof rein. So. Jetzt langsam werden, bitte nicht über das Ziel hinausfahren und so, warte, wir steigen hier jetzt mal aus. Hier hinten kommen die anderen Züge. So, jetzt wäre ich da fast. Hallo? Leg. Die teilen sich hier ein Gleis. Naja, hier nimmt man
das? Und das will ich, dann war der hier und da und da. Will ich dahin. So, jetzt hat es das Spiel verstanden. Dann kann der hier losfahren, oder? Nein. Ja, der kann losfahren. Der da kommt auch. Und jetzt machen wir hier schnell die Linie. Linie da. Nochmal so eine grüne. Die geht von hier. Noch hier. Noch hier. Und da in den Bahnhof rein. Das heißt, die geht so lang. Hier teilen sich die ein Gleis. Das heißt, ich muss einen Wegpunkt setzen. Da. Signale. Wegpunkt. Wir sind jetzt in Eppingen. Hinzufügen. Den hier. Und wenn, dann, warte. Wo ist Langen? Hier. Und dann? Also von... Er muss von... Wenn er von Langen kommt... Hinzufügen... Auch hier. Er fährt da eingleisig, dann da... Nee, eigentlich fährt der Zug generell falsch. Was ist, warte. Entfernen. Oh, warte. Den da wollte ich entfernen. Und den da. Nee, fahr da hier. Und dann fährt er wieder da lang. Hier lang. Und wieder da rein. Dann fährt er hier. Hier auf seinem Gleis, das was er soll. Hier lang. Hier teilt sich die Linie. Dann kann sie hier ruhig. Hier könnte sie eigentlich ruhig zweigleisig fahren, aber wenn sie das so macht, dann macht sie es. Weil ich will nichts umändern. Und ja, warte, Folge 23 Minuten. Oh, ja. So, wartet. Jetzt machen wir hier zu. Suchen uns einen Zug, der hier gerade sehr schnell fährt. Wie schnell bist du? Gut. Ja gut, Freunde, dann würde ich jetzt hier sagen, tschüss und bis morgen, Freunde, und ciao!